Siegesserie der Spandauerinnen reißt einfach nicht ab. Nach dem Doublegewinn der letzten Saison konnten sie an diesem Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, den Supercup und damit den nächsten Titel feiern. Ja, super geil. Also die Mädels feiern alle und ich denke, wir gehen jetzt auch noch weiter und alle sind happy und das ist mein erster Titel und es ist geil. Es ist immer toll, mehr Spiele zu haben. Es ist immer toll, um einen Titel zu spielen und das macht ein bisschen den Ehrgeiz aus. It feels great. It feels like we got the job done. And for me as a goalie, I feel happy that I can help my teammates, that I can block as many balls as I can. Die Favoritinnen aus Berlin starteten gegen SV Bayer Uerdingen stark in die Partie und gingen mit zwei schnellen Toren, erzielt durch Jennifer Stiefel, in Führung. Torhüterin Victoria Chamorro parierte nahezu perfekt. Erst durch einen 5-Meter war es den Uerdingerinnen möglich, einen Anschlusstreffer zu erzielen. Obwohl die Damen des SV Bayer Uerdingen im zweiten Viertel sicherer in ihren Abschlüssen wurden und mehr Tore warfen, schafften sie es nicht, den Spandauerinnen gefährlich zu werden. Zur Halbzeit stand es dementsprechend klar und deutlich 9:3. Ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht. Wir haben das gespielt, was wir wollten, haben nach vorne viel Druck gemacht und haben unsere Schnelligkeit ausgenutzt. Nee, wir haben einfach zu viele Fehler gemacht in der Verteidigung. Also wir haben ganz oft nicht vorne die Bälle nicht reingemacht und hinten einfach nicht aufgepasst. Und die Spandauer haben das einfach eiskalt ausgenutzt. Nach Wiederanpfiff verkürzen die Gäste im dritten Viertel noch einmal auf 3 Tore. Doch an den starken Doublesiegerinnen schafften es die Uerdingerinnen nicht mehr vorbei. Das lag unter anderem an der Spielführerin von den Wasserfreunden Belen Vosseberg, die mit allein 6 Treffern in der zweiten Hälfte dafür sorgte, dass sich ihr Team weiter absetzen konnte. Für die Zuschauer war es definitiv ein torreiches und unterhaltsames Spiel. Für die Spandauerinnen war es der doch zu erwartende Triumph. Mit dem Supercup sicherten sich bereits den nächsten Titel nach dem Pokal und der Meisterschaft. Und damit machten sie sozusagen das Triple perfekt. Die Mädels haben letzte Saison schon beide Titel geholt und jetzt mussten wir ihn nur noch mal verteidigen gegen den zweiten und das haben wir gemacht, gezeigt, was wir können und die aus der Halle gefegt. Wir sind hier locker hingekommen, die Stimmung war gut, wir hatten Bock, wir hatten Spaß, wir haben hier schon mal gewonnen, wir wissen, dass wir das auch können und beim nächsten Mal wollen wir das dann halt anders machen. I think the atmosphere is great and as I said, it keeps us motivated to keep moving forward, keep defending our titles. Die Damen der Wasserfreunde Spandau 04 haben also ein weiteres Mal bewiesen, wie stark sie sind und dass es für die anderen Vereine in diesem Jahr richtig schwer werden.